U2, irische Rocklegende, Formation der Superlative, Giganten einer ganzen Generation. Ihr einzigartiger Gitarren-Rock-Sound und die sozialkritischen Texte des charismatischen Frontmanns Bono haben U2 zu Idolen gemacht. Und man kann sagen, wohl kaum eine Band der letzten Dekaden hat es geschafft, Fans und Kritikern gleichermaßen so konsequent auf den Sack zu gehen. U2 auf den Sack geht Punkt 1. Ihren Konzerten mangelt es deutlich an Clubatmosphäre. Wenn nicht gleich die Gesamtbevölkerung eines Tourneelandes aufmarschiert, treten die feinen Herren gar nicht erst an. Schlimm. U2 auf den Sack geht Punkt 2. Bonos ewig gleiche pathetische Grütze und sein Predigergetue machen schlimme Kopfschmerzen und Schuldgefühle. Sobald irgendwo ein Baum umfällt, hagelt es zudem Benefizkonzerte. Anstrengend. U2 auf den Sack geht Punkt 3. Nochmal Bono. Vor nicht allzu langer Zeit sah er noch aus wie Hartmut Engler von Kur. Das kann man so nicht wieder gut machen. Frage. Darf U2 weitermachen? Nein. Hiermit verfügt die Harald-Schmidt-Show, dass sich U2 innerhalb der nächsten Woche auflösen muss. Eine Fristverschiebung kann nicht gewährt werden. Ja, tut uns leid, Freunde, aber so sieht die Sache nun mal aus. Hoppla, Bono.